Mama, Papa, was macht ihr da? Wir versuchen zu entscheiden, in welcher Form wir heute sind. Wow, können wir das auch machen? Natürlich. Komm, wir probieren es. In welcher Form bist du heute? Ich fühle mich wie ein Kreis. Ich bin ein Riesenrad, eine tickende Uhr. Der Buchstabe O, ein großer Punkt. Hurra! Ich bin ein Kreis, ich bin heute in guter Form. In welcher Form bist du heute? Ich fühle mich wie ein Dreieck. Ich hab drei Seiten wie ein Zelt, eine Eiswaffel oder ein Instrument. Hurra, ich bin ein Dreieck, ich bin heute in guter Form. In welcher Form wir auch immer sind, Diamant, Oval oder Stern. Wir machen die Welt zu einem schönen Ort, jedermann nah oder fern. In welcher Form bist du heute? Ich fühle mich wie ein Rechteck. Ich hab vier Seiten wie ein Magazin. Ein Himmel und Hölle fällt, ein TV-Monitor. Hurra, ich bin ein Rechteck. Ich bin heute ein guter. Pentagon, Hexagon, Achteck oder ein Herz. Welche Form du auch immer nimmst, du bist eine wirkliche Kunst. In welcher Form bist du heute? Ich fühle mich wie ein Viereck. Vier gleiche Seiten, ich bin ein Schachbrett. Ne Fensterscheibe, Fliesen am Boden, hurra. Hey, bevor du über die Straße gehst, du musst in beide Richtungen genau hinsehen. Schau nach links, schau nach rechts und warte auf grünes Licht. Ja, rot ist Stopp, gelb langsam. Grün heißt geh, rot stopp, gelb langsam. Grün heißt du kannst gehen. Rot stopp, gelb langsam. Grün geh. Hey, bevor du über die Straße gehst, nimm jemandes Hand. Wirklich guter Plan. Rot ist Stopp, gelb langsam. Grün heißt geh. Rot Stopp, gelb langsam. Grün heißt du kannst gehen. Rot Stopp, gelb langsam. Rennen darfst du nicht. Stopp, warte, nimm die Zeit. Bald gibt's das grünes Licht. Super! Rot ist Stopp, gelb langsam. Grün heißt geh. Rot Stopp, gelb langsam. Grün heißt du kannst gehen. Sollst du jemanden sehen, der Hilfe über die Straße braucht? Die Straße, es ist sehr freundlich. Richtig. Rot ist Stopp, gelb langsam. Grün heißt geh. Rot Stopp, gelb langsam. Grün heißt du kannst gehen. Get up. Hey, Couch Potato, halb im Schlaf. Start ihr auf den Fernsehschirm. Lasst uns aufstehen, uns bewegen. Alle Müdigkeit beiseite fegen. Training ist kein harter Job. So lasst uns also tanzen.
Nimm meine Hand und schau mir zu, dann lernst du es im Nu. Doch du brauchst Training, bring dein Blut in Wallung, Training. Und du fühlst dich gut, du hast ein Lächeln drauf. Denn du kommst in Fahrt, das macht Freude in der ganzen Nachbarschaft. Tanz den Hassel, spiel mit den Muskeln, es pumpt das Herz, hart am Schmerz. Geh hinaus in die Sonne, tanz voller Wonne. Jumping Jacks reihen sich auf, siehst du dein Lächeln immer gut drauf. Deine Augen funkeln, wenn du trainierst. Doch du brauchst Training, bring dein Blut in Wallung, Training. Und du fühlst dich gut, du hast ein Lächeln drauf. Denn du kommst in Fahrt, das macht Freude in der ganzen Nachbarschaft. Spring das Seil, reite das Bike, erreiche den Pass, halt den Daumen raus, führ den Hund aus, geh schwimmen. Was immer du tust, du wirst gewinnen. Doch du brauchst Training für Muskeln und für Knochen, Training. Und du fühlst dich gut, du hast ein Lächeln drauf. Du spielst immer länger, voller Energie für deinen neuen Plan. Training, bring dein Blut in Wallung, Training. Und du fühlst dich gut, du hast ein Lächeln drauf. Denn du kommst in Fahrt, das macht Freude in der ganzen Nachbarschaft. Training, 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 das macht Freude in der ganzen Nachbarschaft. Training, Training, Training. Wir gehen auf den Spielplatz, zum Rennen und Springen und Lachen und Wippen und Spielen. Wir gehen auf den Spielplatz, wir gehen auf den Spielplatz, wir machen einen Familientag. Kommt schon Leute, lasst uns schaukeln gehen, zurück und vor und zurück und vor. Schneller, Papa! Es fühlt sich an wie Fliegen, wenn man auf der Schaukel ist. Lasst uns probieren, den Himmel zu berühren. Wer will auf die Wippe gehen? Ich will! Hoch und runter und hoch und runter. Juhu! Mein Bauch fühlt sich lustig an auf der Schaukel, als würde man mich kitzeln vom Kopf bis zu den Zehen. Wir gehen auf den Spielplatz, wir gehen auf den Spielplatz, zum Rennen und Springen und Lachen und Wippen und Spielen. Wir gehen auf den Spielplatz, wir gehen auf den Spielplatz, wir machen einen Familientag. Wollen wir vielleicht mit dem Karussell fahren? Ja! Rundherum und rundherum, juhu! Mir wird ein bisschen schlecht auf dem Karussell, aber ich will trotzdem nochmal fahren. Lasst uns klettern auf dem Seilnetz, gerade hoch oder auch über Kopf. Ich fühl mich wie ein Spinne auf dem Seilnetz.
auf, dass die Füße den Boden nicht berühren. Wir gehen auf den Spielplatz. Wir gehen auf den Spielplatz. Zum Rennen und Springen und Lachen und Wippen und Spielen. Wir gehen auf den Spielplatz. Wir gehen auf den Spielplatz. Wir machen einen Familientag. Wir machen einen Familientag. Hallo Leute, was ist los? Absolut nichts ist los. Ich sollte heute zu einem Picknick gehen. Meine Freunde und ich sollten heute Fußball auf dem Schulhof spielen. Wir wollten heute auf den Spielplatz gehen. Ich habe eine Idee. Machen wir eine Scavenger-Jagd. Was ist das? Erst machst du eine Liste aller Dinge im Haus. Du musst sie alle finden. Du packst sie in eine Tüte und bringst alles zurück, kurz bevor die Zeit abläuft. Könnt ihr das machen? Ja! Okay, die Liste ist schon unterwegs. Scavenger-Jagd, Scavenger-Jagd. Los, Beeilung, los und lauf, lauf, lauf. Scavenger-Jagd, Scavenger-Jagd. Das macht so viel Spaß. Wo finde ich was zu schreiben? Wie wär's mit einem Gummiband? Die sind in der Schublade, ich hab sie gesehen, in der Nähe vom Gummibaum. Hast du gefunden? Ja! Okay, nun nimm die Liste, mach dich auf den Weg. Scavenger-Jagd, Scavenger-Jagd. Los, Beeilung, los und lauf, lauf, lauf. Scavenger-Jagd, Scavenger-Jagd. Das macht so viel Spaß. Wo sind die Taschentücher im Badezimmer? Schaut, ich hab die Bürste und den Kamm gesehen. Wo gibt es hier ein Geschirrtuch? In der Küche. Wir haben so viel Spaß zu Haus. Pfefferminz-Kaugummi sieht aus, als hätten wir's geschafft. Alles ist im Sack, jetzt bringen wir's zurück, aber schnell, denn die Zeit wird knapp. Ihr seid unglaublich. Danke. Und schlau. Bald feiern wir eine Pizza-Party. Scavenger-Jagd, Scavenger-Jagd. Los, Beeilung, los und lauf, lauf, lauf. Scavenger-Jagd. Scavenger-Jagd, das macht so viel Spaß. Scavenger-Jagd, Scavenger-Jagd. Los, Beeilung, los und lauf, lauf, lauf. Scavenger-Jagd, Scavenger-Jagd, das macht so viel Spaß. Können wir das Ganze nochmal machen? Warum nicht? Ja! Juhu! Wir machen heute etwas wirklich total Aufregendes. Schnappt euch eure Stiefel, euer Gepäck, denn wir gehen heute auf Abenteuertour. One, two, three, four. Hol deine Wanderstiefel, heute gehen wir aus. Hol den wasserdichten Rucksack, dann sind wir schon raus. Achte drauf, wie viel du mitnimmst, wir gehen ohne Bike. Was wir heute machen, eine Wanderung zu zweit. Wir steigen in die Berge, weit weg von dieser Stadt. Den ganzen Weg hinauf und wieder hinab. Ein langer Weg, den wir gehen wollen. Und ein langer Weg nach Haus. Doch deshalb lieben wir ihn so.
Sieh die fernen Hügel, die Brise in deinem Haar. Wandern befreit, denn du kannst gehen, wohin du willst. Darfst dich nicht verlaufen, bring die Karte mit. Und bist du müde, geh ins Zelt und ruh dich etwas aus. Wir steigen in die Berge, weit weg von dieser Stadt. Den ganzen Weg hinauf und wieder hinab. Ein langer Weg, den wir gehen wollen. Und ein langer Weg nach Haus, doch deshalb lieben wir ihn so. Wir gehen, wo es geht. Wir gehen höher, höher, höher. Wir gehen höher, höher, höher. Wir steigen in die Berge, weit weg von dieser Stadt. Den ganzen Weg hinauf und wieder hinab. Ein langer Weg, den wir gehen wollen. Und ein langer Weg nach Haus, doch deshalb lieben wir ihn so. Okay, Kinder, es ist Zeit, einige Pflichten zu erledigen. Beendet sie und ihr könnt euch für den Rest des Tages frei fühlen. Aha. Bitte mach dein Bett in einer Minute und mach dein Zimmer sauber in einer Sekunde. Bitte trocknet das Geschirr ab in einer Minute und Hausaufgaben muss das sein. Hast du dein Bett gemacht? In einer Minute. Ist dein Zimmer sauber? In einer Sekunde. Das Geschirr abgetrocknet? In einer Minute. Und Hausaufgaben? Muss das sein? Schau, deine Freunde sind zum Spielen hier. Doch ihr könnt jetzt nicht einfach gehen. Denn ihr habt euer Zimmer nicht sauber gemacht. Und ihr habt euer Bett nicht gemacht. Oh nein! Und ihr habt eure Hausaufgabe nicht gemacht. Wir sind dabei! Und auch nicht das Geschirr. Also los! Ist das Bett gemacht? Jetzt ist's okay. Euer Zimmer geputzt? Ja, es glänzt. Das Geschirr getrocknet? Ist alles erledigt? Hausaufgaben? Ja, alles gut. Jetzt ist eure Arbeit getan. Nun sind Spaß und Freude dran. Halt, wirf das Papier nicht weg. Warum nicht? Vielleicht wird mal ein Buch daraus. Echt? Ein Eierkarton, eine Müsli-Box. Wow! Ein Magazin oder Countertop. Hey, wirf diese Flasche nicht weg. Warum nicht? Sie könnte mal ein T-Shirt sein. Unmöglich! Ein Rucksackjacke oder Flagge. Wow! Oder ein Schlafsack. Recycling! Du singst Recycling. Papier, Metall, Plastik und Glas kommt bei uns nicht in den Müll. Recycling, oh ja, Recycling, yeah. Durch Recycling, wie ich mich freu, wird was Altes wieder neu. Hey, wirf diese Dose nicht weg. Oh nein! Das könnte mal eine Schaukel sein. Echt? Ein Rad oder sogar ein Auto. Wow! Ein Kühlschrank, Flugzeugteil. Wirf diesen Karton nicht weg. Warum nicht? Es könnte mal ein Puzzle sein. Glaub ich nicht. Spielkarten oder ein Stift.
also behalte ihn. Wow. Recycling, du singst Recycling. Papier, Metall, Plastik und Glas kommt bei uns nicht in den Müll. Recycling, oh ja, Recycling, yeah. Durch Recycling, wie ich mich freu, wird was Altes wieder neu. Deponieren, bleibt weg von diesen Deponieren. Denn kein echter Recycling-Fan macht aus der Erde einen Haufen Müll. Oh ja. Das ist so cool. Recycling, du singst Recycling. Papier, Metall, Plastik und Glas kommt bei uns nicht in den Müll. Recycling, oh ja, Recycling. Durch Recycling, wie ich mich freu, wird was Altes wieder neu. Wird was Altes wieder neu. Recycling. Mir ist langweilig. Mir auch. Was könnten wir bloß machen? Ich hab da eine Idee. Wer möchte in Papas Auto mitfahren? Ich will, ich will. Wir alle machen eine Spritztour in Papas Auto. Als erstes schnallen wir uns an und warten, bis es klickt. Dann drehen wir schnell den Schlüssel um und dann geht es los. Wir fahren durch die Nachbarschaft und winken jedem zu. Hup, hup, wir hupen laut, die Nachbarn sagen Hallo. Wer möchte in Papas Auto mitfahren? Ich will, ich will. Wir alle machen eine Spritztour in Papas Auto. Und wenn wir rechts abbiegen wollen, setzen wir den Blinker. Hört das Klick, 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 hier auf dem Ahornweg. Nach den Läden und Restaurants halten wir an der Ampel. Wir warten, bis es grün wird und dann geht es los. Wer hat Spaß in Papas Auto? Ich, ich. Wir machen alle eine Spritztour in Papas Auto. Hat Spaß in Papas Auto? Ich, ich. Wir alle machen eine Spritztour in Papas Auto. Ich weiß, wo wir jetzt hinfahren können. Wo denn, Papa? Das sag ich euch nicht, bis wir da sind, sonst wisst ihr's ja schon. Noch einmal links und dann zwei Blocks. Sag's uns, Papa. Noch einmal rechts und wir sind da. Eisringland, oh yeah! Wer fährt gern in Papas Auto? Wir, wir! Lasst uns das Ganze nochmal machen, Tag für Tag für Tag. Lasst uns lernen, wie wir uns morgens vorbereiten. Dies ist die Art, wie wir die Zähne putzen, Zähne putzen, Zähne putzen. Dies ist die Art, wie wir die Zähne putzen, morgens in der Früh. Putz, putz, putz. Putz, putz, putz. Wir waschen das Gesicht auf diese Art, diese Art, diese Art. Wir waschen das Gesicht auf diese Art, morgens in der Früh. Wasch, wisch, wasch. Wasch, wisch, wasch. Auf diese Art ziehen wir uns an, wir uns an, wir uns an. Auf diese Art ziehen wir uns an, morgens in der Früh. Zieh, zieh an, zieh, zieh an. So machen wir das Lunchpaket, Lunchpaket, Lunchpaket. So machen wir das Lunchpaket, morgens in der Früh. Pack, 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 pack. Dies ist die Art, wie wir zur Schule gehen, Schule gehen, Schule gehen. Dies ist die Art, wie wir zur Schule gehen, morgens in der Früh.
Und noch einmal. Dies ist die Art, wie wir zur Schule gehen, Schule gehen, Schule gehen. Dies ist die Art, wie wir zur Schule gehen, morgens in der Früh. Schule, Schule, Schule. Schule macht Spaß. Mama, kann ich heute zu Sarah Walkers gleich nach der Schule gehen? Ich komm zurück rechtzeitig zum Dinner. Mom, wär das okay? Ich würd gern sagen, ja. Doch, wie sieht dein Zimmer aus? Mom, bitte. Nein. Nächstes Mal räum dein Zimmer auf. Okay, Mom, okay. Mama, wollen wir zum Spielplatz gehen? Die Sonne scheint. Wir werden schaukeln und im Sand spielen. Mom, ist das okay? Du kannst nicht gehen. Nicht ganz allein. Oh, Mom, bitte. Ich gehe aber jetzt mit euch zum Spielplatz. Versichert euch, dass ihr alles habt. Ja, danke, Mom. Mama, ich will Eiscreme haben. Ich will dieses Spiel. Ich will dieses runde Baby. Gib mir, was ich will. Mama, können wir zu Jackies Party heute Abend um 6? Unsere Zimmer sind sauber, Hausaufgaben fertig. Mama, ist das okay? Ja! Yay! Danke, Mom! Zweit in der Wanne, wir lieben ihn alle, den Badezeitenklapp. Scrub-a-dub-dub, in der Wanne, wir lieben ihn alle, den Badezeitenklapp. Plitschen, plitschi, platsch, bloba, bloba, batsch. Gummiente schwimmt, Pinguine hinterher, hey, Mami, schau uns an. Matrosenhof, hoher See, in dem roten Boot schaukeln wir hin und her. Rabadabdab, zu zweit in der Wanne, wir lieben ihn alle, den Badezeitenklapp. Scrabadabdab, in der Wanne, wir lieben ihn alle, den Badezeitenklapp. Im U-Boot fahren wir, draußen sprüht die Gischt. Hoch, hoch das Periskop, wir brauchen gute Sicht. Rabadabdab, zu zweit in der Wanne, wir lieben ihn alle, den Badezeitenklapp. Scrabadabdab, in der Wanne, wir lieben ihn alle, den Badezeitenklapp. Mami trocknet uns ab mit dem weichen Tuch. Jetzt ist Geschichtenzeit. Wir gehen ins Bett und wir sind so weit. Rabadabdab, zu zweit in der Wanne. Wir lieben ihn alle, den Badezeitenklapp. Scrabadabdab, in der Wanne. Wir lieben ihn alle, den Badezeitenklapp. Rabadabdab, zu zweit in der Wanne, wir lieben ihn alle, den Badezeitenklapp. Scrabadabdab, in der Wanne, wir lieben ihn alle, den Badezeitenklapp. Hast du einen Keks? Nein. Hast du einen Burger? Nein.
Hast du eine Pizza? Nein. Hast du einen Shake? Nein, 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 nein. Mami, 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 sieh, mein Magen ist ganz leer, das ist nicht zu ertragen. Mami, 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 sieh, mein Magen ist ganz leer, das ist nicht zu ertragen. Hast du ein? Nein. 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 Hast du ein? Nein, 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 nein. Hast du einen Kuchen? Nein. Nimm etwas Milch und einen Löffel Zucker. Tu es in den Mixer und nein, nein, nein. Nimm eine Scheibe Brot, Marmelade drauf, eine Schicht Käse. Nein, 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 nein. Mami, 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 sieh, mein Magen ist ganz leer, das ist nicht zu ertragen. Mami, 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 sieh, mein Magen ist ganz leer, das ist nicht zu ertragen. Hast du ein? Nein. 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 Hast du ein? Nein, 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 nein. Mam, Mam, Mam. Magen, Magen, Magen. Leer, leer, leer. Jam, jam, jam. Du hast mich aufgeweckt, unter die Dusche gesteckt, mich in die Schule geschickt, Stunde um Stunde, mich zum Schulbus gebracht, nie gab es einen Streit. Die Lektion hab ich gelernt, mein Zimmer ist blitzblank. Hausaufgaben sind gemacht, hab das ABC geschrieben, alle Sachen sind verpackt, so wie du gesagt hast. Mami, 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 sieh, mein Magen ist ganz leer, das ist nicht zu ertragen. Mami, 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 sieh, mein Magen ist ganz leer, das ist nicht zu ertragen. Hast du ein? Nein. 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 Hast du ein? Nein, nein, nein. Hast du Spinat? Geschmack du nimmst, weißt du schon, welchen Geschmack du nimmst? Es fällt mir wirklich schwer. Ich glaub, ich nehm Vanille, bitte, Vanille, bitte. Zwei Kugeln? Ja, bitte. Vielleicht nehm ich Vanille, es schmeckt so lecker und süß. Junger Mann, was hättest du gern? Kannst du. Und Streusel? Natürlich. Und Bonbons? Ja, und Nüsse? Ja. Und Schokostücke? Oh, und ein Marshmallow-Dip obendrauf. Hier, bitteschön, lass es nicht runterfallen. Komm, wir gehen jetzt in den Swimmingpool.
uns das Schwimmen bei. Ja, das wäre cool. Erst lernen wir zu treiben, liegen auf dem Rücken. Wie ein Boot treiben wir. Toll, du hast es raus. Yeah. Schwimmen, schwimmen. Halt den Atem an. Unter Wasser. Dann komm wieder hoch. Schau, ich kann Blubberblasen machen. Ich auch. Das macht Spaß. Strampel, strampel mit den Beinen auf und ab. Die und auch die Zehen. Gut gemacht, du weißt, wie es geht. Los, beweg die Arme vorwärts und zurück. Ellenbogen hoch und runter. Kinder, ihr seid jetzt Schwimmer. Schwimmen, schwimmen in dem Swimmingpool. Herzlichen Glückwunsch, ihr seht wirklich cool aus. Danke. Das macht so viel Spaß. Mache ich das so richtig? Sehr gut, ja. Lasst uns sehen, wie weit wir kommen. Ganz um den Pool. Das ist toll. Schwimmen, schwimmen in dem Swimmingpool. Herzlichen Glückwunsch, ihr seht wirklich cool aus. Ja, Schwimmen ist wirklich klasse. Hey Leute, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was ihr sein wollt, wenn ihr groß seid? Ganz oft. Vielleicht ein oder zweimal. Ja, aber das wird noch ewig dauern, bis wir groß sind. Nein, stimmt nicht. Du wirst dich wundern, wie schnell die Zeit fliegt. Ja, schau doch mal, wie alt Noah und ich bereits sind. Ich möchte euch zeigen, was ich gefunden habe. Schaut mal. Oh, das sind Kostüme. Lass sie uns anprobieren. Tolle Idee. Wenn ich groß bin, werde ich Wissenschaftler sein. Paläontologe. Ich frag nach Knochen von Dinosauriern. Wenn ich groß bin, dann werde ich ein Doktor. Nur für Kinder und Babys. Dann geht's ihnen besser als zuvor. Vielleicht werde ich ein Tänzer. Überall im Film und Fernsehen. Vielleicht werde ich Schriftstellerin. Von Geschichten für ein Magazin. Wenn ich groß bin. Wenn ich groß bin. Wenn ich groß bin, dann werde ich Polizist. Ich reite ein weißes Pferd. Und ich löse Straftaten. Wenn ich groß bin, dann gehe ich zur Feuerwehr. Ich lösche das Feuer. Ich rette Leute vor den Flammen. Vielleicht werd ich Pilot. Dann fliege ich nach überall. Vielleicht werde ich ein Astronaut und finde Außerirdische. Wenn ich groß bin. Wenn ich groß bin. Hey, I'm a wannabe girl, I wanna be a superhero. But you already are a superhero. Wenn ich groß bin. Dann werde ich ein Lehrer. Meine Kinder werden lesen und sie rechnen in den Kopf. Wenn ich groß bin, dann werde ich Baseballspieler, ein Champion Skater oder ich spiele Basketball. Vielleicht werde ich Schauspielerin in Filmen oder Stücken oder im TV. Vielleicht werde ich Spaß!
verstecken. Wer möchte als erstes? Wer möchte als erstes? Ich möchte. Ich möchte. Okay, zähl bis 10. Versteckt euch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haki versteckt sich, Haki versteckt sich. Wo ist sie? Wo ist sie? Schau mal hinterm Sofa, schau mal hinterm Sofa. Da ist sie, da ist sie. Du bist dran, Buggy. Bereit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buggy versteckt sich, Buggy versteckt sich. Wo ist er? Wo ist er? Unter diesem Bett, schau! Unter diesem Bett, schau! Da ist er, da ist er. Du bist dran, Ray. Bereit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ray versteckt sich, Ray versteckt sich. Wo ist er? Wo ist er? Schaut mal in den Schrank, schaut mal in den Schrank. Da ist er, da ist er. Lass uns rausgehen. Bereit hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tia versteckt sich, Tia versteckt sich. Wo ist sie? Wo ist sie? Schau mal in den Baumhaus, schau mal in den Baumhaus. Da ist sie, da ist sie. Du bist dran, Kiki. Bereit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kiki versteckt sich, Kiki versteckt sich. Wo ist sie? Wo ist sie? Schau mal hinterm Roboter, Andy der Roboter. Da ist sie, da ist sie. Das macht wirklich Spaß. Ich möchte, aber manchmal macht mein Körper nicht das, was ich gern möchte. Nun, vielleicht musst du ihn einfach ein bisschen besser kennenlernen. Was meinst du? Ein Zahn, zwei Zähne, ein Fuß, zwei Füße, ein Mund, eine Nase, zehn Finger und zehn Zehen, zwei Augen, zwei Ohren, Augen. Und Ohren hören. Ein Kopf, zwei Lippen, zwei Hände, zwei Hüften. Hände zum Klatschen, Fingerschnipsen, die Füße tappen. Lass uns tanzen, tanzen, tanzen. Zwei Ellenbogen, zwei Knie, streck sie, knick sie. Hände auf den Hüften schwingen hin und her. Schüttel den Kopf und runz die Nase. Zucke mit den Schultern und kitzel die Zehen. Lächle, lächle, dreh dich rum. Schüttel deinen Boogie-Körper wild. Hände zum Klatschen. Fingerschnipsen. Die Füße tappen. Lass uns tanzen, tanzen, tanzen! Oh yeah! Das sieht jetzt toll aus! Hände zum Klatschen! Fingerschnipsen! Die Füße zum Tappen! Lass uns tanzen, tanzen, tanzen. Hände zum Klatschen. Fingerschnipsen.
Johnny, Johnny, nimm deinen Löffel. So essen wir unser Essen. So wirst du bald fertig. So essen wir unser Essen. Johnny, Johnny, nicht auf dem Kopf. So essen wir unser Essen nicht. Werden wir ihn jemals füttern? So essen wir unser Essen nicht. Johnny, Johnny, mach den Mund auf. So essen wir unser Essen. Lass deinen Brei direkt hinein. So essen wir unser Essen. Johnny, Johnny, nicht in dein Ohr. So essen wir unser Essen nicht. Dein Mund ist zum Essen und deine Ohren zum Hören. So essen wir unser Essen nicht. Versuch's nochmal, Johnny. Johnny, Johnny, kau, kau, kau. So essen wir unser Essen. Genau so wie Gnor und Gigi. So essen wir unser Essen. Johnny, Johnny, schluck es runter. So essen wir unser Essen. Wenn du fertig bist, kannst du runterklettern. So essen wir unser Essen. Johnny, Johnny, du bist fertig. So haben wir unser Essen gegessen. Abendessen macht so viel Spaß. So haben wir unser Essen gegessen. So haben wir unser Essen gegessen. Komm, wir gehen zum Dinosaurier-Zoo. Okay. Komm, wir treffen den Dino. Dino, Dino. Komm, wir treffen den Dino im großen Jurassic-Zoo. Wir sehen den Dino spielen und brüllen. Spielen und brüllen, spielen und brüllen. Wir sehen den Dino spielen und brüllen. Überall. Stegosaurus, Stegosaurus. Schau, da ist ein Stegosaurus. Mit dem Rücken voller Knochen. So cool. Er hat ein kleines Hirn im Kopf. Hirn im Kopf, oh, Hirn im Kopf. Es hat ein kleines Hirn im Kopf. Und trotzdem wiegt er so viel. Guck da rum, mein Diplodocus. Diplodocus, Diplodocus, guck da rum, mein Diplodopus. Größer als die Bäume, yeah! Schau den langen Hals und Schwanz, Hals und Schwanz, Hals und Schwanz. Schau den langen Hals und Schwanz und pass auf, wenn der gleich niest. Hatschu! Cool! Schau, da fliegt dein Pterodactus. Pterodactus, Pterodactus. Schau, da fliegt dein Pterodactus. Er flattert mit den Flügeln. Er hat einen Schnabel voll mit Zähnen. Voll mit Zähnen, voll mit Zähnen. Er hat einen Schnabel voll mit Zähnen, um die Fische zu fangen. Jetzt müssen wir schnell rennen und schreien. Rennen und schreien, rennen und schreien. Jetzt müssen wir schnell rennen und schreien. So schnell wie wir nur können. Tyrannosaurus Rex ist hier. Rex ist hier, Rex ist hier. Tyrannosaurus Rex ist hier. Und wir müssen die Show beenden.
verwenden. Bekomme ich zwei Eier zum Frühstück, Mama? Rührei mit ganz viel Käse. Erst sag mir das Zauberwort. Das Zauberwort ist bitte. Was werde ich jetzt? Wasch die Hände. Das riecht gut. Ich nehme auch etwas. Erst einmal das Zauberwort. Das Zauberwort ist Danke. Sehr gerne. Sag bitte, wenn du was möchtest. Danke, wenn du es bekommst. Bitte, wenn du es möchtest. Danke, wenn du es kriegst. Und dann hast du einen schönen Tag. Papa schnürt meine Schuhe, damit ich spielen kann. Draußen im Garten verstecken. Erstens sagst du mir das Zauberwort. Das Zauberwort ist bitte. Und jetzt darfst du gerne rausgehen. Was du auch möchtest, tu ich für dich. Aber erst sagst du das Zauberwort. Ich hab's, Papa. Danke. Sehr gerne. Sag bitte, wenn du was möchtest. Danke, wenn du's bekommst. Bitte, wenn du's möchtest, danke, wenn du's kriegst. Und dann hast du einen schönen Tag. Kannst du mit uns neue Kleidung kaufen, Mama? Ich bräuchte neue Capri-Hosen. Erst nimm mir das Zauberwort. Das Zauberwort ist bitte. Los geht's. Schön blau. Warte, was ist das Zauberwort? Das magische Wort ist Danke. Sehr gerne. Sag bitte, wenn du was möchtest. Danke, wenn du es bekommst. Bitte, wenn du es möchtest. Danke, wenn du es kriegst. Dann hast du einen schönen Tag. Bitte, wenn du es möchtest. Danke, wenn du es kriegst. Dann hast du einen schönen Tag. Kann ich mit dir Ball spielen? Nein, schon gut. Du siehst aber nicht so gut aus. Schau, ich möchte einfach alleine spielen. Okay, aber erst möchte ich dir etwas sagen. Ich hab Kekse in meiner Tasche. Ich weiß, du willst auch ein oder zwei. Ich könnte sie alleine essen, aber ich geb dir lieber welche ab. Ich hab Stifte im Etui, ich weiß, du brauchst auch ein paar. Ich könnte sie für mich behalten, aber ich geb dir lieber welche ab. Denn teilen ist besser, teilen ist toll. Denn ich schaukel gerne auf der Schaukel. Ich weiß, du machst das auch gern. Also sag ich, hey, lass uns tauschen, denn ich möchte das mit dir teilen. Wirklich? Ich hab ein neues Computerspiel. Ich weiß, du spielst das auch gern. Na klar! Also sag ich, hey, lass uns tauschen, denn ich möchte mit dir teilen. Denn teilen ist besser. Teilen ist toll. Denn immer wenn wir teilen, fühlt es sich an wie eine große Umarmung. Ich hab Freunde, die du treffen musst. Und Bücher, die können wir lesen. Da kann ich nicht Nein sagen. Denn teilen ist viel besser. Denn teilen ist besser, teilen ist toll. Wann immer wir teilen.
Nun, Johnny, nimm kein Spielzeug in den Mund. Wow, dieses Zugset ist so cool. Ich wünschte, wir wären klein genug, um mit dem Zug zu fahren. Ja, ich auch. Nun, worauf warten wir? Was meinst du? Los geht's! Sieh den kleinen Chuchu-Zug den kleinen Bahnhof verlassen. Sieh den kleinen Häuser alle in eine Reihe. Sieh den Schaffner, der an der Pfeife zieht. Tut, 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 auf geht's! Chuchu-Zug durch die Berge ducken. Sieh den kleinen Schornstein, puff, puff, puff. Sieh den kleinen Chuchu-Zug auf die Kreuzung kommen. Tut, 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 kommen wir! Sieh den kleinen Chuchu-Zug, der durch den Wald duckert. Sieh den kleinen Ziegenbock, der auf dem Gleis steht. Sieh, wie der Schaffner die Glocke läutet, um ihn zu warnen. Ding, 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 spring lieber zurück! Sieh den kleinen Chuchu-Zug, der in einem Tunnel fährt. Ich kann den Chuchu-Zug nicht sehen, alles ist schwarz. Warte mal, sieh dir das an, es wird wieder heller. Tut, 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 der Chuchu-Zug ist zurück! Yay! Sieh den kleinen Chuchu-Zug, sieh die glücklichen Menschen. Alle winken! Hallo, hallo, hallo! Sieh den kleinen Chuchu-Zug, jetzt fährt es weg. Alle winken. Tut, tut, tut! Magst du dein Gemüse, dein Gemüse? Magst du dein Gemüse? Es schmeckt so frisch und gut. Ja, ich mag mein Gemüse, mein Gemüse, mein Gemüse. Ja, ich mag mein Gemüse, wie es jeder sollte. Welche Farbe hat dein Lieblingsgemüse, Hagi? Ist grün, das grünste Grün, du hast je gesehen. Mein Lieblingsgemüse ist grün. Und welches sind das? Die Brokkoli und Erbsen. Möchtest du mehr? Oh ja, ja bitte! Und Gurken und Sellerie. Und das Beste nicht vergessen, grüne Bohnen! Und was ist mit dir, Buggy? Mein Lieblingsgemüse ist rot, schönes leuchtendes Rot. Mein Lieblingsgemüse ist rot. Und welches wäre das? Wie Radieschen und Kohl und süße Paprika. Ich mag sie auch. Und als Leckerbissen ein paar Rüben. Kann ich eine haben? Klar, nimm zwei. Hast du eine Lieblingsfarbe für Gemüse, Gigi? Mein Lieblingsgemüse ist gelb, sonnig, fröhlich, schön gelb. Mein Lieblingsgemüse ist gelb und das sind nur ein paar. Gelbe Paprika und gelbe Rüben, Mais,
salzig und süß. Und das, was ich am liebsten mag, Sommerkürbis ist einfach unschlagbar. Mögen Sie Ihr Gemüse. Mögen Sie Ihr Gemüse, es schmeckt so frisch und gut.